keine weiter Painkiller geht's. mehr. Oh. Hast du noch welche? Nein, ich habe auch gerade eins eingeworfen, weil ich so gezittert habe. Voll. Open Bag. Genau. Meinst du, Morphin hilft? Nein. Nur wenn du gebrochene Beine hast. Und das würde ich mir echt aufheben. Fleisch zubereiten. Das kann ja mal schneller gehen, als man denkt. Regnet bei euch auch? Jo. Jetzt ja. Cool. Hier ist gerade vor so eine Wettergrenze. So, dann essen wir uns doch mal wieder ein bisschen Farbe ins Spiel. Dein Feuer ist aus. Ich hab's auch ausgemacht. Ah, Farbe. Es wäre so leicht. Oh ja, ich hatte dich vorher schon visiert. Der andere hätte ich Spieler dir in den noch. Kopf geschossen. Wo ist der? Der Map. Heiko? Ja? Wo du ich bist? Ich bin gerade noch auf dem anderen Server, weil ich aus Elektro gerade rausgehe. Ich wollte das nicht unbedingt auf dem Server machen. Ich dachte, dass er irgendwo hier oben noch wäre. Nee, ich bin in Elektro, bin ja tot. Gut. Jan, wo hast du denn unseren Kollegen hier zurückgelassen? Beim Airfield. Und wieso warten wir dann jetzt nicht auf ihn? Ich bin schon ein Dorf davor, vor dem Airfield. Dorf davor. Das ist doch gar nicht so weit. Das ist ja, muss ja. Bei Cabanovo. Warte mal. Aber nun ja. Ihr seht noch ein Kreuz davor in so einem Wald, ne? Ja. Aber wir sind doch schon ein ganzes Stück weiter, Kim. Dumm ist. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Das ist das Problem. Dann geht mal weiter, ich komme hinterher. Wo bist denn du jetzt hin? Ich auf jeden Fall erstmal wieder runter. Kim, ich sehe dich nicht. Wo bist du denn hin? Ich sehe dich auch nicht mehr. Bist du was? Links von dir. Links, andersrum. Hinter dir jetzt. Ach, da! Komm mit! Hier! Da ist Südenäumel! Von da kommen wir doch gerade. Nein, oder? Warte. Natürlich. Ups, doch, von hast recht! Da ist Süden! Süden ist da, wo am Kompass das S ist. Richtig. Richtig. Der Pfeil bedeutet nicht, dass der Kompass weiß, in welche Richtung ich möchte. Ja, so fängt das an. Ich brauche Painkillers. In meinem alten Rucksack hätte ich noch welche gehabt. Oder ich muss einfach nur was essen. Das, ich weiß nicht, bringt das auch was gegen das Zittern? Weiß ich nicht. Weil Hunger und Durst habe ich gleich dolle. Den Killer liegen doch überall so viele rum. Ja, willst du in die Scheune? Da ist bestimmt was zu essen für dich. Da oben in der Burg liegt mein alter Rucksack auf jeden Fall. Weiß nicht, ob wir da hin müssen. Dein Anzug ist scheiße, ich hab dich jetzt schon wieder verloren, das gibt's doch nicht. Sitzt doch hier oben unten. Ich seh dich nicht! Bleib stehen. Doch, da! Ah. Ich find den Anzug gut. Warte mal, ich wechsle mal lieber auf die AK wieder. Auf die AK? Ja, ich hatte eben die Pistole in der Hand.
Eine Kuh! Und sind zwei Zombies, ne? Na und? Na und? Sind sogar drei. Einer hat uns doch schon gesehen, ey. Bäm! Och, guck mal, es lebt ja noch, dein Zombie. Ich hab ihn nicht getroffen. Oh je. Vorsicht! Vorsicht! Hinter dir! Ich kann nicht schießen! Na, wehe! Junge! Ich hol ihn weg, ich muss mich mal verbinden. Ja, geil, der hat mich hier auch getroffen. Ich blute auch. Der war ja gleich bei mir, was? Nee. So einfach machen wir das nicht. Nee, kannst du vergessen. Ich komme jetzt auch auf den Server, ich bin jetzt aus Elektro raus, Richtung Landesinneren. Was liegt hier denn drin? Ein Zelt? Zelt? Alter, was ist denn hier alles drin? Ein Zelt? Alter. Ist das sogar schon aufgebaut? Ja, sag ich ja, was da alles drin ist. Handgranaten, Magazine, Morphin, Painkiller. Wieso stellt man das Zelt in eine Scheune? Eine Wasserflasche, Streichhölzer, Kompass. Eine Militärtaschenlampe, die nehme ich. Warum liegt hier ein totes Schaf? Den G17. Alter. Jan, hier liegt eine Handgranate, überlegst dir. Nein, deswegen gehe ich ja gerade weg. Ich trau dir nicht. Also hier ist noch eine G17, ne? Ich glaube, die nehme ich mit, ey. Wo ist die Pistole? Ich hab die doch hier eben gesehen. Aber ich hab sie nicht genommen. Hier ist auch noch Painkillers. Brauchst du jetzt noch was oder kann ich das nehmen? Ja, die eine kann ich. Ist ja gar nicht, ist nur so ein scheiß Wärmeding. Ja. Was ist denn eine DMR? Ist das ein Scharfschützengewehr, ne? Eine nee. DMR? Eine DMR liegt hier mit drinne. Mit 5 Magazinen. Achso, doch, das ist ein Scharfschützengewehr. Ja. Das ist doch ein Hackerzelt. Warum stellt man das sonst hier in eine Scheune? Keine Ahnung. Vielleicht denkt er, da kommt keiner hin. Ja, bestimmt. Und vor allen Dingen mit so viel Scheiß drin, das glaubst du aber selber nicht. Alter Leute. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier... Kannst du dich jetzt wieder nicht entscheiden, was für Waffen du nimmst, ne? Nö, ich nehm die G17 mit. DMR nicht? Also ich will auch keine. Makarov findest du ja immer wieder mal. Ich weiß nicht, ob die DMR jetzt auch ein Schnellschuss-Sniper ist. Ich habe keine Ahnung. So, ich hau mir mal schnell die Painkiller rein. Die jetzt hier hingelegt und in die Tasche gepackt. Oh Mann. Können auch Waffen drauf liegen? Wo? Auf dem Hochsitz. Ja, da liegen meistens gute Waffen. Oh. Liegt hier noch so rum, Jan? Hast du mal geguckt? Nichts Tolles. Und wo willst du jetzt hin? Ey, da scheiße, jetzt habe ich mein Verbandzeug irgendwo hingeworfen und das ist weg. War hier noch was drin? Ja, Gott sei Dank. Weg mit dem scheiß Makarov-Magazin. Weiter Richtung Süden. Wir wollten doch zu Heiko. Ja, wollen wir jetzt zu der Burg nochmal hoch oder nicht? Ich muss da jetzt nicht zwangsläufig hin. Auch nicht. Jetzt eigentlich sehr gut ausgerüstet. Wir können eigentlich ausloggen und uns auf den Lorbeeren ausruhen, ne? Hinter uns. Die hört sich aber gar nicht so schlecht an. Nee.
Der wird sich, glaube ich, auch freuen, wenn er da wieder hinkommt. Ach, das hat da keiner hingestellt, der darauf angewiesen ist. Das sah echt aus wie so ein gehacktes Scheiße. Meins. Natürlich, sonst würde man das auch irgendwas Zelt irgendwo im Wald verstecken, aber nicht in eine Scheune setzen. Wie hast du dich hingelegt? So, wie kann ich den Kompass größer machen, bitte? Gar nicht. Auf K kannst du drücken. Würde ja nämlich größer, würde ja nur aufgehen. Und wenn du doppelt K drückst, dann bleibt er an. Ah, so. Dann müssen wir hier lang. Wieso krabbelst du? Hab ich irgendwas verpasst? Na, geh du vor. Ich hab dich sonst zu viel aus den Augen verloren. Komm, lauf du mal vor mir. Nein! Oh, warte, jetzt muss ich erstmal was trinken. Das blinkt hier gerade schon. Oh ja. Es wäre sicherlich einfacher, mit kleinen Kindern hier lang zu rennen. Lauf vor jetzt! Ja, mach ich doch. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kim und deiner Tochter? Meine Tochter gibt keine Widerworte und die kann ich mir rumtragen und macht keine Trinkpausen oder verschwindet auf einmal einfach, weil sie einen Tarnanzug anhat. Aber sonst so rein vom Aussehen her wahrscheinlich gar keiner. Muss ja ein schönes Kind haben. Der hat aber bestimmt nur gewartet, bis wir an das Zelt gehen. Jetzt verfolgt er uns und nietet uns gleich von hinten um. Genau. Der hat da jetzt die ganze Nacht und den ganzen Morgen gewartet, bis da jemand zum Zelt geht. So, ich muss noch mal kurz gucken, wo seid ihr? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo im Wald. Ja. Ich würde dir das echt gerne sagen. Da unten ist ein Haus. Ja. Da wird sicherlich keiner stehen, der uns sagt, wo wir uns gerade befinden, oder? Wo willst du denn hin jetzt? Ich dachte an die Küste, Richtung... Ich sehe gerade einen Kompass nicht. Das blendet so. Ich glaube jetzt einfach... Die Frage, soll ich euch entgegenkommen? Finden wir uns dann? Ich glaube nicht, ja, oder? Ja, lauf du einfach Richtung... Warte, jetzt habe ich was Falsches gemacht hier. Du brauchst eigentlich nur Richtung Norden laufen. Ja. Wenn wir schon an der Küste eher am Flugfeld, irgendwas. Ja, eben. Ne? Wir könnten ja irgendwie einen Ort in der Mitte ausmachen, wo man sich vielleicht findet. Ja, wie ich denke, wir sind schon über die Mitte hinweg, das ist ja das Problem. Okay. Ich weiß nicht, was da mit Mowgli FK ist. Das Problem ist ja echt, ich weiß gerade echt null, wo ich bin. Das ist mit GPS. Hab ich nicht. Aha. Selbst wenn, würde ich es glaube ich nicht lesen können. Das ist nicht schwer. Ich weiß wie. Du hast dich weitergebildet im Internet, ich hab mich weitergebildet. Zweiten Bildungsweg eingeschlagen und auf DayZ Wiki geguckt. Ja. Wie hätten wir das Gewehr uns da... und das irgendwo ablegen müssen. Ach. Echt mal. Freut sich noch wer anders über die DMR. Ich. Um Holz zu machen, muss ich dafür die Axt in der Hand nehmen? Nee. Nein. Reicht im Inventar behalten. Dann steht da oben dann einfach nur mit dem Rechtsklick auf Holz sammeln. Okay. Ja, aber du musst genügend Platz haben im Inventar, damit du das Holz auch nehmen kannst. Sagt der, du hast nicht. Ich glaube, es nimmt zwei Plätze. Zwei Plätze haben wir noch ein. Der Holzstapel. Alles klar. Noch mehr Häuser da unten. Ja, das ist schon wieder so schön idyllisch hier, ne?
Bisschen Nebel. Siehst du Nebel? Rechts in den Wäldern. Achso. Kim hat doch alles ausgestellt. Ja, stimmt. Kim hat hier einfach nur eine grüne Matsche. Tja. Ja, was liegen denn da so viele Tote auf den Wiesen? Oder? Tote? Ich sehe... Achso, das sind Baumwurzeln. Ja, das sind Baumwurzeln. Junge, stell die ganze Sache wieder an. Irgendwas stimmt mit deiner Optik des Spiels nicht. Aber ganz schön viele Zombies sind hier unterwegs. Echt? Vielleicht ist es ja auch einfach nur Kims Optik. Weniger Drogen. Ja. Ne. Brauchst du dir nicht sagen, der pfeift sich alles rein. Eben hat er sich wieder eine Tüte Uhu genehmigt. Ja, dann brauche ich Alter, guck mal, kommt der schon auf uns zugerannt? Jo. Alter, das ist doch echt nicht wahr. Was ist denn hier für... Daneben. Daneben. Alter! Soll ich doch in der Kiste bleiben? Alter. Jetzt aber weg hier, ey. Lauf erstmal. Ich hab den auf einmal... Junge! Blutest du? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin voll ausgerüstet. Jo, wir auch. Was heißt denn voll ausgerüstet? Ich hab irgendwie 8 Blutpacks oder so. Du hast einen Helikopter gefunden, ne? Hol uns ab!